Hallo miteinander. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Ich erzähle euch jetzt den zweiten Teil von Merli, die Schneekönigin, von Hans Christian Andersen. Vierte Geschichte: Prinz und Prinzessin. Gerda musste ausruhen. Da hüpfte gegenüber der Stelle, wo sie saß, eine große Krähe auf dem Schnee. Die hatte dort schon lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopf gewackelt. Nun sagte sie: Kua, kua, guten Tag, guten Tag. Besser konnte sie es nicht herausbringen, aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, warum es so allein in die weite Welt hinausginge. Das Wort allein verstand Gerda sehr wohl und sie erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte: Das könnte sein, das könnte sein. Wie glaubst du? Rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe totgedrückt, so küsste sie sie. Vernünftig, vernünftig, sagte die Krähe. Ich glaube, ich weiß, ich glaube, es kann sein, der kleine Kai, aber nun hat er dich sicher über der Prinzessin vergessen. Wohnt er bei einer Prinzessin? Fragte Gerda. Da erzählte die Krähe alles, was sie wusste. In diesem Königreich, in dem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin. Sie ist unbändig klug und sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Neulich saß sie auf dem Thron und das ist doch nicht so angenehm, sagt man. Da fängt sie an, vor sich hin zu trällern. Weshalb sollte ich mich nicht verheiraten? Aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand. Wenn man mit mir sprach, einem, der nicht nur stand und vornehm aussah, denn das ist so langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln. Und als diese hörten, was sie wollte, wurde sie sehr vergnügt. Du kannst glauben, dass jedes Wort, das ich sage, wahr ist. Sagte die Krähe. Ich habe eine zahme Geliebte, die geht frei im Schloss umher und die hat mir alles erzählt. Die Geliebte war natürlich auch eine Krähe. In den Zeitungen erschien jeden Tag eine Anzeige, eingerahmt mit Herzen und mit dem Namenszug der Prinzessin. Man konnte lesen, dass es einem jeden jungen Mann, der gut aussah, freistehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Und derjenige, der am besten spreche, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen, sagte die Krähe. Du kannst es mir glauben, es ist so gewiss wahr, wie ich hier sitze. Die Leute strömten herzu, es war ein Gedränge und ein Laufen, aber es glückte nicht, weder den ersten noch den zweiten Tag. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schlosstor traten und die Wachen in Silber sahen und die Treppe hinauf, die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Säle, dann wurden sie verwirrt. Und standen sie gar vor dem Thron, auf dem die Prinzessin saß, dann wussten sie nichts zu sagen als das letzte Wort, das sie gesprochen hatte. Und das noch einmal zu hören, dazu hatte sie keine Lust. Aber Kai, der kleine Kai, fragte Gerda. Wann kam der? War er unter der Menge? Warte, warte. Jetzt sind wir gerade bei ihm. Es war am dritten Tag. Da kam ein kleiner Kerl ohne Pferd oder Wagen, ganz fröhlich geradewegs auf das Schloss zumarschiert. Seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schöne lange Haare, aber ärmliche Kleider. Das war Kai,
jubelte Gerda. Oh, dann habe ich ihn gefunden! Und sie klatschte in die Hände. Er hat ein kleines Ränzel auf dem Rücken, sagte die Krähe. Nein, 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 das war sicher sein Schlitten, sagte Gerda. Denn mit dem Schlitten ging er fort. Das kann wohl sein, sagte die Krähe. Ich habe das nicht so genau beobachtet, aber das weiß ich von meiner zahmen Geliebten, dass, wie er durch das Schlosstor kam und die Leibwächter in Silber sah und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold, er nicht im Mindesten verlegen wurde. Er nickte und sagte zu ihnen, »Das muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein.« Da glänzten die Säle von all den Lichtern. Geheimräte und Exzellenzen gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl andächtig werden. Seine Stiefel knarrten gewaltig laut. Aber ihm wurde doch nicht bange. »Das war ganz gewiss, Kai«, sagte Gerda. »Ich weiß, er hatte neue Stiefel. Ich habe sie in Großmutters Stube knarren hören.« »Ja, freilich knarrten sie«, sagte die Krähe. »Und die frischen Mutes ging ja gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, so groß wie ein Spinnrad. Und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern und alle Hofherren mit den Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsherum. Und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Den Burschen von der Diener des Dieners, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen, so stolz steht er in der Tür.« »Das muss gräulich sein«, sagte die kleine Gerda. »Und Kai hat doch die Prinzessin erhalten?« »Er soll genauso gut gesprochen haben, wie ich spreche, wenn ich in der Krähensprache rede. Das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war gar nicht zum Freien gekommen, sondern nur, um sich von der Klugheit der Prinzessin zu überzeugen. Und die fand er gut und sie fand ihn wieder gut.« »Ja, ganz sicher, das war Kai«, sagte Gerda. »Er war so klug, er konnte Kopf rechnen mit Brüchen. Willst du mich nicht auf dem Schloss einführen?« »Das ist leicht gesagt«, sagte die Krähe. »Aber wie machen wir das?« »Ich werde es mit meiner zahmen Geliebten besprechen. Sie kann uns wohl einen Rat geben. Denn das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du bekommt nie die Erlaubnis dazu.« »Doch, doch, die erhalte ich«, sagte Gerda. »Wenn Kai hört, dass ich da bin, kommt er gleich heraus und holt mich.« »Erwarte mich dort am Gitter«, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon. Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück. »Gra, gra«, sagte sie. »Ich soll dich vielmals von ihr grüßen. Und hier ist ein Stück Brot für dich. Das nahm sie aus der Küche mit. Du bist sicher hungrig. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommst. Du bist ja barfuß. Gra. Die Wachen in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben. Aber weine nicht. Meine Geliebte kennt eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt. Und sie weiß, wo sie den Schlüssel bekommen kann. Gra.« Als auf dem Schloss die Lichter ausgelöscht wurden, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hintertür, die nur angelehnt war. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht pochte. Sie sah so deutlich seine kleinen Augen vor sich, seine langen Haare. Sie sah, wie er lächelte, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Nun waren sie auf der Treppe. Da brannte eine kleine Lampe auf einem Schrank. Mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wandte den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter es sie gelehrt hatte.
Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein, sagte die zahme Krähe. Wollen Sie die Lampe nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den Weg, denn da begegnen wir niemandem. Sie gingen durch viele Säle, von denen einer immer prächtiger war als der andere. Und schließlich gelangten sie ins Schlafgemach. In der Mitte standen zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Die eine war weiß, in der lag die Prinzessin. Die andere war rot und in dieser sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eines der roten Blätter zur Seite und da sah sie einen braunen Nacken. Oh, das war Kai. Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe über ihn. Er erwachte, wandte das Haupt und es war nicht der kleine Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken. Aber jung und hübsch war er, und aus dem weißen Lilienbett blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, was da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten. »Du armes Kind«, sagten der Prinz und die Prinzessin, und sie lobten die Krähen und sagten, dass sie gar nicht böse auf sie seien, aber sie sollten es doch nicht wieder tun. Für diesmal aber sollten sie eine Belohnung erhalten. »Wollt ihr frei werden?«, fragte die Prinzessin. »Oder wollt ihr eine feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was in der Küche abfällt?« Und die beiden Krähen verneigten sich und baten um die feste Anstellung, denn sie dachten an ihr Alter und sagten, »Es wäre schön, etwas für die alten Tage zu haben.« Und der Prinz stand aus seinem Bett auf und ließ Gerda darin schlafen. Mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind doch die Menschen und Tiere. Und dann schloss sie die Augen und schlief sanft ein. Am nächsten Tag wurde sie von Kopf bis Fuß in Seide und Samt gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schloss zu bleiben und gute Tage zu genießen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd davor und ein paar kleine Stiefel. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie erhielt die Stiefel und einen Muff. Und als sie fort wollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche aus reinem Gold. Des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte daran wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saßen da mit Goldkronen auf dem Kopf. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr viel Glück. Die Waldkrähe, die nun verheiratet war, begleitete sie die ersten 3 Meilen. Sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand in der Tür und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung und zu viel Essen hatte. »Leb wohl! Leb wohl!« riefen der Prinz und die Prinzessin. Und die kleine Gerda weinte und die Krähe weinte. So ging es die ersten Meilen. Da sagte auch die Krähe Lebewohl. Und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, der wie der helle Sonnenschein glänzte, erblickte. 5. Geschichte: Das kleine Räubermädchen. Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel. Das stach den Räubern in die Augen. »Das ist Gold! Das ist Gold!« riefen sie, stürzten hervor, fielen den Pferden in die Zügel, schlugen die Vorreiter, den Kutscher und die Diener tot und zogen nun die kleine Gerda aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihm über die Augen herabhingen. »Sie ist so gut wie ein kleines, fettes Lamm. Die soll uns schmecken.«
Dann zog sie ihr blankes Messer heraus, das glänzte, dass es gräulich war. Au! Sagte das Weib zur gleichen Zeit. Sie war von ihrer eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, ins Ohr gebissen worden. Du grässlicher Balg! Sagte die Mutter und hatte nicht Zeit, Gerda zu schlachten. Sie soll mit mir spielen, sagte das kleine Räubermädchen. Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bett schlafen. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschulteriger und von dunkler Haut. Die Augen waren ganz schwarz. Sie sahen fast traurig aus. Sie fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich dir nicht böse werde. Du bist wohl eine Prinzessin, was?« »Nein«, sagte Gerda und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hatte. Das Räubermädchen hörte ernsthaft zu, während sie nach dem Räuberschloss fuhren. »Du sollst diese Nacht mit mir bei all meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte sie, als sie dort angekommen waren. Sie bekamen zu essen und zu trinken und sie gingen dann in eine Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben saßen auf Latten und Stäben mehr als 100 Tauben, die alle zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. Außerdem war da noch ein Rentier, das einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war. Das kleine Räubermädchen schlief bald, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben würde. Da sagten die Tauben, »Gurr, gurr, wir haben den kleinen Kai gesehen. Er saß im Wagen der Schneekönigin, der dicht über den Wald hinfuhr, als wir hoch im Nest lagen. Sie blies auf uns, Junge, und außer uns beiden starben alle. Gurr, gurr!« »Was sagt ihr dort oben?« rief Gerda. »Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon?« »Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, gurr, denn dort ist immer Schnee und Eis. Frage das Rentier, das am Strick angebunden steht.« »Dort ist Eis und Schnee. Dort ist es herrlich und gut«, sagte das Rentier. »Dort springt man frei umher in den großen glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss ist oben gegen den Nordpol, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird.« »Oh, Kai, kleiner Kai«, seufzte Gerda. Am Morgen erzählte sie alles, was die Tauben gesagt hatten, und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland ist?« fragte es das Rentier. »Wer könnte es wohl besser wissen als ich?« sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopf. »Dort bin ich geboren und erzogen. Dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen.« »Höre«, sagte das Räubermädchen zu Gerda, »du siehst, all unsere Mannsleute sind fort. Jedoch die Mutter ist noch hier und sie bleibt. Aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert danach ein wenig. Dann werde ich etwas für dich tun.« Als die Mutter aus ihrer Flasche getrunken hatte und dann einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, »Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schloss der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug und du hast gehorcht.« Das Rentier sprang vor Freude in die Luft. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf und band sie vorsichtig fest und gab ihr sogar ein kleines Kissen zum Sitzen mit. »Da hast du auch noch deine Pelzstiefel«, sagte es, »denn es wird kalt. Aber den Muff, den behalte ich, der ist gar zu niedlich.
Aber deshalb sollst du nicht frieren. Hier hast du die großen Fausthandschuhe meiner Mutter. Die reichen dir gerade bis zum Ellbogen. Schlüpf hinein. Nun siehst du an den Händen wie meine hässliche Mutter aus. Gerda weinte vor Freude. Ich kann nicht leiden, dass du heulst, sagte das kleine Räubermädchen. Jetzt musst du gerade recht froh aussehen. Und da hast du zwei Brote und einen Schinken. Dann wirst du nicht hungern. Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Tür, lockte die großen Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit seinem scharfen Messer und sagte zum Rentier, »Lauf denn, lauf! Aber gib recht Acht auf das kleine Mädchen, ja?« Und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus und sagte, »Lebewohl!« Und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien und der Himmel schien zu erglühen. »Das sind meine alten Nordlichter«, sagte das Rentier. »Sieh, wie sie leuchten!« Und dann lief es noch schneller, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte: Die Lappin und die Finnin. Bei einem kleinen Haus hielten sie an. Es war armselig. Das Dach hing bis zur Erde hinunter und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauch kriechen musste, wenn sie heraus oder hinein wollte. Hier war außer einer alten Lappin, welche bei einer Tranlampe Fisch kochte, niemand zu Hause. Und das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene, denn diese erschien ihm weit wichtiger. Und Gerda war so angegriffen von der Kälte, dass sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über 100 Meilen weit nach Finnmarken hinein, denn da wohnt die Schneekönigin auf dem Lande und brennt jeden Abend bunte Feuer ab. Ich werde ein paar Worte auf einen getrockneten Stockfisch schreiben. Papier habe ich nicht. Den werde ich euch für die Finnin dort oben mitgeben. Sie kann euch besseren Bescheid geben als ich.« Und als Gerda sich nun erwärmt hatte und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen Stockfisch, bat Gerda wohl darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rentier fest und dieses sprang davon. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter und dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnin, denn sie hatte nicht einmal eine Tür. Da war eine Hitze drinnen, dass die Finnin selbst fast nackt ging. Sie war klein und ganz schmutzig. Sie öffnete der kleinen Gerda die Kleider, zog ihr die Fausthandschuhe und die Stiefel aus, denn sonst wäre es ihr zu heiß geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Stockfisch geschrieben. Sie las es 3-mal und dann wusste sie es auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn er konnte ja gegessen werden und sie verschwendete nie etwas. Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte, dann die der kleinen Gerda, und die Finnin blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber gar nichts. »Du bist so klug«, sagte das Rentier. »Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass es die Kraft von 12 Männern erhält und die Schneekönigin überwindet?« »Die Kraft von 12 Männern?« sagte die Finnin. »Ja, das würde viel helfen. Der kleine Kai ist freilich bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt. Aber das kommt davon, dass er einen Glassplitter in das Herz und ein kleines Glaskörnchen in das Auge bekommen hat. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie wieder ein Mensch und die Schneekönigin
wird die Gewalt über ihn behalten. Aber kannst du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, so dass die Gewalt über das Ganze erhält? Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie groß die ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen? Wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann nicht von uns ihre Macht erhalten. Die sitzt in ihrem Herzen. Die besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin hineingelangen und das Glas aus dem kleinen Kai entfernen, dann können wir nicht helfen. 2 Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie beim großen Busch ab, welcher mit roten Beeren im Schnee steht. Halte keinen Gevatterklatsch und spute dich, hierher zurückzukommen. Und dann hob die Finnin die kleine Gerda auf das Rentier, welches lief, was es konnte. »Oh, ich habe meine Stiefel nicht, ich habe meine Fausthandschuhe nicht«, rief die kleine Gerda. Das merkte sie erst in der zerschneiten Kälte. Aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zum Busch mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gerda ab, küsste sie auf den Mund und es liefen große, blanke Tränen über des Tieres Backen. Und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand die arme Gerda, ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie konnte, um das Schloss der Schneekönigin zu erreichen. Aber nun müssen wir doch erst sehen, was Kai macht. Er dachte freilich nicht an die kleine Gerda und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schlosse stünde. 7. Geschichte. Das Schloss der Schneekönigin und was sich später darin zutrug. Die Wände des Schlosses waren gebildet von dem treibenden Schnee und Fenster und Türen von den schneidenden Winden. Darin waren über 100 Säle. Der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang, alle beleuchtet von dem starken Nordlicht. Und sie waren so groß, so leer, so eisig kalt und so glänzend. Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaal war ein zugefrorener See. Der war in 1000 Stücke zersprungen, aber jedes Stück war dem anderen gleich und das Ganze ein vollendetes Kunstwerk. Und mitten auf diesem saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja, fast schwarz. Aber er merkte es doch nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er ging und schleppte einige scharfe, flache Eisstücke, die er auf alle mögliche Weise aneinanderfügte, denn er wollte damit etwas herausbringen. Er legte die kunstvollsten Figuren und sie schienen ihm ganz ausgezeichnet. Das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte. Das Wort Ewigkeit. Die Schneekönigin hatte gesagt, »Kannst du die Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein. Und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe.« Aber er konnte es nicht. »Nun sause ich fort nach den warmen Ländern«, sagte die Schneekönigin. »Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen.« Das waren die feuerspeienden Berge, Ätna und Vesuv. »Ich werde sie ein wenig weiß machen. Das gehört dazu. Das tut den Zitronen und Weintrauben gut«,
und davon flog die Schneekönigin. Und Kai saß ganz allein in dem viele Meilen großen leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte, dass es in ihm knackte. Ganz steif und still saß er da. Man hätte glauben können, er sei erfroren. Da geschah es, dass die kleine Gerda durch das große Tor in das Schloss trat. Hier wehten schneidende Winde, aber sie sprach ein Abendgebet. Da legten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten, und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn, flog ihm um den Hals, hielt ihn fest umschlungen und rief, »Kai, Kai, lieber kleiner Kai, da habe ich dich endlich gefunden!« Aber er saß ganz still, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda heiße Tränen, die fielen auf seine Brust, sie drangen in sein Herz, tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Da brach auch Kai in Tränen aus. Er weinte, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Er erkannte sie und jubelte. »Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du doch so lang gewesen? Und wo bin ich gewesen?« Und er blickte um sich. »Wie kalt es hier ist, wie weit und leer!« Und er klammerte sich an Gerda, und sie lachte und weinte vor Freude. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freude umhertanzten. Als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte, wenn er wieder sein eigener Herr sein wolle. Und Gerda küsste seine Wangen, und sie wurden blühend. Sie küsste seine Augen und sie leuchteten gleich den ihrigen. Sie küsste seine Hände und Füße und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da, mit glänzenden Eisstücken geschrieben. Und sie fassten einander bei den Händen und wanderten aus dem großen Schloss hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dach. Und wo sie gingen, ruhten die Winde. Und die Sonne brach hervor. Als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es trug Kai und Gerda erst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten. Dann zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier folgte bis zur Grenze des Landes. Dort sproßte das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin. »Lebt wohl«, sagten alle. Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferd, das Gerda kannte, es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopf und Pistolen im Halfter. Das war das kleine Räubermädchen, das es satt hatte, zu Hause zu sein und nun erst gegen Norden und später, wenn ihm das nicht zusagte, nach einer anderen Welt gehen wollte. Es erkannte Gerda gleich und Gerda erkannte es auch. Das war eine Freude. »Du bist ein schöner Ausreißer«, sagte es zum kleinen Kai. »Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deine Talben bis ans Ende der Welt läuft.« Aber Gerda klopfte ihm die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. »Die sind nach fremden Ländern gereist«, sagte das Räubermädchen. »Und die Krähe?«, fragte Gerda. »Na, die Krähe ist tot«, erwiderte sie. »Die zahme Krähe ist Witwe geworden und geht mit einem schwarzen Wollfaden um das Bein. Sie klagt ganz jämmerlich, aber das Ganze ist nur Geschwätz. Aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast.« Und Gerda und Kai erzählten. »Schnipp, schnapp, schnurre, purre, basselurre«, sagte das Räubermädchen, nahm beide bei den Händen und versprach, dass wenn es je durch die Stadt kommen sollte, es hinaufkommen wolle, sie zu besuchen. Und dann ritt es in die weite Welt hinaus. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand, und wo sie gingen,
war es herrlicher Frühling mit Blumen und Grün. Die Kirchenglocken läuteten und sie erkannten die hohen Türme der großen Stadt, in der sie wohnten. Sie gingen nach Hause, die Treppe hinauf in die Stube hinein, wo alles auf derselben Stelle wie früher stand und die Uhr ging tick, tack, tick, tack und die Zeiger drehten sich, aber indem sie durch die Tür gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen in der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein. Und da standen die kleinen Kinderstühle. Und Kai und Gerda setzten sich ein jedes auf den seinigen und hielten einander bei den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie gleich einem schweren Traum vergessen. Da saßen sie beide, erwachsen und doch Kinder. Kinder im Herzen und es war Sommer. Warmer, wohltuender Sommer. Das ist sie, die Geschichte von der Schneekönigin. Bis bald wieder einmal hier auf unserem YouTube-Kanal von der Speech Academy. Tschüss miteinander.